Hallo Guardians, willkommen zu einem weiteren Part von Destiny. Warum ich das so laut sage? Keine Ahnung. Warum so überdreht? Keine Ahnung. Ich hab's einfach gemacht. So, der Donnerlord. Und wie man es auch erahnen kann, macht der Arcus Damage. Klar, ne? So, was macht diese Waffe so besonders? Ich muss erstmal einen Schluck nehmen, ich habe schon so viel geredet. Boah, sorry Leute, aber das musste jetzt sein. Fressrausch! Kills mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig das Nachladetempo. Tempel macht's nichts. Nee. Ah, was laber ich da für einen Scheiß? Ich habe noch nicht nachgeguckt. Oh, Stabilität ist wichtig, sehr wichtig, okay. So, Blitzgeschoss. Je länger ja der Abzug gedrückt wird, desto schneller und präzise schießt diese Waffe. Es ist eine verdammt gute Waffe. Also, man bekommt sie recht leicht. Das ist das Nachladetempo, wenn man getötet hat. Das ist das Nachladetempo normal. Also es ist ein beachtlicher Unterschied. So, und wir machen noch das Rest des Levels mit der Dönerlord. Und mit anderen Waffen. Ich werde nicht nur den Dönerlord benutzen. Sondern noch andere Waffen. Übrigens, das ist die Schicksalsbombe. Die ist richtig nice. Die ist eine PvP-Waffe nach meinem Geschmack. PvE-Waffe, sorry. Das ist nämlich keine PvP-Waffe. Die kann man im PvP nicht so gut benutzen. Obwohl, wenn man damit einen Präzisionsschaden tötet und der explodiert neben einem seiner Kollegen, kann das auch schon sehr gut sein. Die Chance dazu ist sehr gering. Da ist der Schrein. Finde einen Weg hindurch. Schuldig befunden, auch eine gute Waffe. Aber hier geht's um unseren Dönerlord. Deswegen versuche ich so schnell wie möglich hier durchzukommen. Töte auch ein paar Gegner. Ist gut für Grimoire übrigens. Ich habe nämlich noch nicht Shotgun Grimoire. Ach ja, übrigens, ich habe letztens Gladiolt. Den Versuch habe ich vielleicht sogar schon hochgeladen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nämlich ein Video auch. Das Video auch. Ne, ich habe es nicht komplett. Komm, nervt nicht! Oh. Nervt. Bolzen, haut ab! Pass euch! Da seht ihr ja noch ein bisschen mehr jetzt vom Spiel wieder. Eine Mission, die wir schon längst gemacht haben. Ich hoffe, es gibt auch irgendwann Waffen, die nur ein bestimmter Charakter benutzen kann. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So. Schicksalsbringer halt, ne? Also, die Waffe droppt nur der Templer bei Adion. Viel Erfolg. So, jetzt habe ich auch noch ein bisschen die Schicksalsbringer gezeigt. Obwohl es mir eigentlich mehr darum geht, den Dönerlord zu zeigen. Alter! Und ihr habt gerade den Effekt von
Dönerlord gesehen. Hammer, ne? Und da leben noch ein paar. Die alles hier verballern. So. Ich muss unter den Schrein, um einen Schwachpunkt zu finden. Schön, mach das. Wir benutzen eine Synthese und... Es ist noch... Oh, scheiße. Es ist 6.31 Uhr. Ich habe noch die Möglichkeit, bei Xur nochmal einkaufen zu gehen. Für schwere Munitionssynthesen. Dunkelheit verbunden, weit hinter dem Rand des Systems. Ich muss die Verbindung irgendwie trennen. Hoffentlich werden wir in keine transdimensionalen Strudel gezogen. Komm raus, du! Ihr seht schon, gegen Infos benutzt er lieber Raketen, aber. Im Übrigen, diese Säulen gehen normalerweise runter. Normalerweise gehen sie so runter, aber wenn man sich drauf springt, bleiben die oben. Rate ich jeden, wenn er gegen den kämpft. Wenn es mal eine tägliche Mission ist, ist das sehr praktisch, weil Nahkämpfer manchmal da one-hitten, glaube ich. Sehr praktisch. Okay, jetzt habe ich euch die Donnerlord gezeigt. Und zum grünen Abschluss... Ich werde im nächsten Part vielleicht mal alle exotischen Waffen nochmal zeigen. Hier sind sie. Okay, das müsste aber jetzt auch schon so viele Parts sein, dass es wirklich Taken King der nächste Part sein wird. Ich denke mal, ich werde euch die exotische Rüstung zeigen, wenn Taken King raus ist. Und wir werden die exotische Rüstung verbessern. Wir werden... Ach scheiße, dafür braucht man ja die legendären Marken plus Level 40. Ich werde auf jeden Fall mal gucken. Ich werde mich komplett umgucken, was alles neu ist, was alles geil ist, was es Neues gibt. Und ich werde schon vorher ein Video hochladen. Ich glaube, ich habe schon ein Video hochgeladen. Wo man... Also Ende des Monats, also August, gab's ja... Ich sag jetzt mal in der Vergangenheitsform, weil dieses Video kommt auf jeden Fall nach August. Ist auf jeden Fall... Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, Nein, das darf nicht sein. Also, da kriegt man ja einen Geist, Shader, Sparrow, Emblem. Und ich werde alles vier mir holen und euch zeigen, was das für ein Shader ist, wie der Sparrow fährt, was der Geist so drauf hat, wie der Geist aussieht. Also auf jeden Fall einer kriegt den Geist, der, noch den normalen Geist hat. Ich habe natürlich einen speziellen Geist schon. Und ich denke mal, der wird bei Taken King, wird selbst der, hier haben wir ihn, die Grenzlandhülle, wird sogar der anders aussehen. Nicht anders aussehen, aber er wird Perks haben, er wird eine Verteidigung haben. Er wird auch nicht mehr darum lungern. Ach ja, übrigens, ich werde euch auch jeden meiner Shader noch präsentieren, den ich besitze. Das mache ich aber auch alles in Taken King. Ich zeige euch alle meine Schiffe. Eher gesagt, nur die man für etwas Bestimmtes bekommt. Wir werden also noch anschauen, welche Embleme uns fehlen, wie man die Embleme bekommt, die Shader und so. Es gibt ja jetzt eine Collection, wo man sich das alles anschauen kann. Wir werden uns viel Zeit mit Taken King nehmen. Es wird ein ganzes Jahr Taken King Spaß sein. Es gibt DLCs zu Taken King bestimmt. Jede Menge Stuff. Und wenn jetzt Taken King nicht gleich morgen kommt,
muss ich ja noch Videos machen um den Tag da, um noch bis Taken King ein bisschen gehypt zu sein. Ich bin total gehypt. Und ich hoffe, dass jemand wie Zombie zum Beispiel mich unterstützen würde. Es wäre geil. Ich bin ein kleiner Let's Player. Ich glaube nicht, dass er das machen wird, dass der mit mir das Let's Play aufnimmt. Ich fände es geil, wenn er mit mir die Story-Mission wenigstens machen würde. Auf meinem Kanal seht ihr auf jeden Fall ein ausführlicheres Let's Play als bei Zombie, weil für Zombie ist Destiny so ein Spaß für zwischendurch, wenn man mal Zeit hat. Warum nicht, wenn er mal was anderes spielt? Also, er spielt Destiny nicht so sehr, wie ich es spiele. Deswegen, trotzdem schaut bei ihm rein. Er macht eigentlich gute Let's Plays. Die meisten kennen ihn von euch wahrscheinlich schon. Ich bin eigentlich einer, der keine Werbung für ihn machen sollte, weil ich bin kleiner als er. Aber ich würde mich freuen, wenn einer von euch vielleicht mal sagt, hey, nimm doch mal mit einem Unbekannten, mit Sveneta auf, der will unbedingt mit dir Destiny Let's Play. Bringt ihn auf dieses Video, sagt, er ist ein guter Destiny-Spieler. Naja, halbwegs. Ich bin auf jeden Fall Zombie-Niveau. Ich habe schon Dämmerung Strikes alleine gezockt, das habt ihr gesehen. Und, na gut, den jetzigen Dämmerungsstrike, den habe ich nicht alleine geschafft. Den schafft keiner alleine. Also, wer den alleine schafft, mein Respekt. So gut bin ich nicht. Weil es gibt so viele Faktoren, die man beachten muss. Und, oh, ich habe ja hier ein Upgrade freigeschaltet. Ach nee, bei der Hälfte sagt er es halt immer nur Scheiße. Ich habe zu viel Glimmer, zu viel Stuff. Ich habe alles voll. Ich bin bereit für Taken King. Ach ja, das muss ich natürlich auch noch füllen. Na, ich glaube, das mache ich jetzt hier nach und es gibt ja noch ein paar Crucible-Dinger, die ich euch zeigen müsste. Vergesst es. Ich bin sehr schlecht in Osiris, also das liegt aber nur daran, Erstens spielt keiner mit mir, weil ich Amateur bin. Was heißt ja Amateur? Ich bin mittelmäßiger Spieler und mittelmäßig ist da schon scheiße. Weil da nur Pros drin sind. Totale Suchtis. So. Auf jeden Fall, da brauche ich auch nicht reingehen ohne einen Partner, weil Doppel, da sind immer Teams und mit einem Random will ich kein Doppel machen. Obwohl, im nächsten Part nehme ich einen Part Doppelkämpfer auf. Damit ihr seht, was das ist. Und dann mache ich auch noch einen Part Inferno-Kontrolle. Nee, ich warte, bis es ein anderes Inferno gibt. Ich will euch nämlich Inferno mal zeigen. Das ist was ganz Tolles. Oh ja, es macht sehr viel Spaß. Das ist auch seit Haus der Wölfe dabei. Und den Doppel, den seht ihr im nächsten Part. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zveneta.